Servus Leute und willkommen zurück zu Sims 3, Zocken Meets Sport. Ja, wir haben in der letzten Folge Isabella ein Pferd gegönnt, beziehungsweise ein Fohlen. Da schauen wir jetzt mal, ob das was bringt, was man damit machen kann, außer reiten. Balin lässt sich ganz gut Zeit hier hinten, ne? Und das ist eine automatisch sensoröffnende Tür scheinbar. Aber naja, was kannst du das mit dem Pferd machen? Balin rauslassen, okay. Aber das wollen wir gerade nicht. Denn du sollst eigentlich in deiner Box gerade mal ein bisschen... Was macht er denn jetzt? Wiehern, ah ja. Ah, Heu verteilen. Eigentlich hättest du das vielleicht nicht gerade... Ach so, die Ich sag da mal nichts zu. Eigentlich hätte der das jetzt nicht hier verteilen sollen, aber nein. Ist ja egal. Felix Tobias, es ist nicht gelungen, einen Zaubertrank zu entdecken. Er sollte sein unermüdliches Streben nach wissenschaftlichen Entdeckungen aufrechterhalten. Oh. Ja. Er ist mal wieder explodiert. Da hat er ja ein spezielles Talent für scheinbar. Du gehst jetzt nichts lesen, du gehst jetzt duschen, mein Freund. Ich hoffe mal, er rennt jetzt nicht in seine eigene Sprengfalle. Das wäre ziemlich doof. Wobei ich das durchaus für möglich halte bei dem Spiel. Und dann kannst du ein bisschen aufbrezeln. Und, was kannst du denn mal machen? Hat er seine Hausaufgaben überhaupt schon gemacht? Zu 0% abgeschlossen. Dann mach mal deine Hausaufgaben. Du hast keine Hausaufgaben gerade scheinbar. Hast du die verkauft oder ist da falsch? So, er ist aber nicht in seine eigene Falle reingetapst. Das ist ja schon mal ganz gut. Und du, würdest du bitte mal deine Pfütze aufwischen hier? Okay, nimm mal bitte deine Hausaufgaben mit. Du sollst die nicht hier hinlegen. Warum machst du auf dem Schreibtisch deine Hausaufgaben? Ach so, weil es hier nicht geht, weil den Laptop, genau. Scheiße, das ist dumm. Na gut, dann wisch dann auch deine Pfütze auf, wenn du meinst. Dann macht er halt auf dem Schreibtisch seiner Schwester Hausaufgaben. Wobei das eine ziemlich suboptimale Lösung ist, würde ich mal sagen. Aber ich kann es auch schlecht anders machen. Weil ich den Laptop auch nirgends anders hinstellen kann, wobei ich den eigentlich gar nicht brauche, glaube ich, oder? Den kann er ja an sich mal mitnehmen. Ich meine, das ist ja ein Laptop, ne? Da kann er auch auf seinem Schreibtisch arbeiten, das wäre vielleicht ganz nützlich. Weil sonst ist das irgendwie schlecht gelöst, wenn er immer zu seiner Schwester am Schreibtisch muss, wenn er irgendwas arbeiten möchte. Das ist nicht gerade die beste Lösung, glaube ich. So, dann gehst du aber erstmal die Pfütze aufwischen und dann schlafen. So, wunderbar. Was macht sie? Spielt mit der Puppe, die sie von Tobi geschenkt bekommen hat. Gut zu wissen. Oh, Pferd ist am Schlafen. Kannst du jetzt reingehen und ihn streicheln? Ja gut, da wird er aber jetzt aufwachen, ne? Ach, du kannst ihn durchs Gitter streicheln. Oh, das ist so süß. Was soll er machen jetzt hier? Ach, auch gleich mal zum Pferd laufen. Immer gut. Was könnt ihr denn jetzt mal noch machen? Du müsstest auch bald schlafen, ne? Was haben wir denn hier? Moment. Das Archenoberhaupt. Nee, mit Tieren wollen wir es jetzt eigentlich nicht zu schütten hier. Das muss jetzt nicht sein. Was musst du noch machen heute? Kannst mal aufs Klo gehen, dann wirst du erstmal die... im Bett von Isabella schlafen. Ja, das ist dein Bett. Warum kannst du da nicht drin schlafen? Ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrage gar nichts mehr in diesem Spiel. Oh, in den Schlaf lesen. Das ist eine gute Idee. Mach das mal so, dann gehst du später aufs Klo. Lass erstmal von deinem Papa was vorlesen. Wann kommt Mutti eigentlich wieder nach Hause? Moment. Falsch. Kann ich gar nicht zugreifen gerade. Wie lange ist denn die noch im Urlaub? Ich sehe es nicht. Ich frage mich immer noch, warum Mark jetzt nicht hier mit im Urlaub ist, aber naja. Who cares? Ist halt so. Tobi ist schon am Schlafen. Der hat da seinen Wecker hoffentlich richtig gestellt. Du hast deinen Wecker auch gestellt, oder? Damit ihr morgen pünktlich in die Schule kommt und ich... Wieso? Nein! Raus hier! So, jetzt hat. In deinem Bett bitte sollst du schlafen. Bettbesitzverhältnisse Mark. Es hat sich irgendwie alles zurückgesetzt hier. Sabine kann ich gar nicht einstellen. Das ist seltsam, was hier abgeht.
Um gute Nachtgeschichte bitten. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Auch hoffentlich gehst du jetzt in dein Bett und nicht in das deiner Mutter, deines Vaters oder sonst irgendwas. Lies mal das Buch von deinem Bruder vor. Dann schlaf halt im Bett von deinem Vater, ist mir jetzt auch egal. Das kann doch nicht. Kannst du ihn jetzt vielleicht... Moment, mach mal das... Organisieren wir das mal kurz. So, jetzt hat... Mark. Geh zu deiner Tochter. Anbieten, gute Nachtgeschichte vorzulesen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob sie in ihrem eigenen Bett schlafen geht oder nicht. So, Isabellas Bett ist es auf jeden Fall. So. Jetzt geht's. Aber aus unerfindlichen Gründen geht Mark jetzt ins andere Zimmer rüber und kann dann nicht hier hin. Warum? Ist da hier das Ding im Weg oder was ist da los? Ja gut, dann schläfst du einfach so ohne gute Nachtgeschichte. Scheinbar kann er da irgendwie nicht hin. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Aber naja. Scheinbar kann ihr da irgendwie nicht hinlaufen zu dem Bett und ihr vorlesen. Und sie wagt übrigens aus dem Bett raus, aber naja. Ist zu groß, das Mädchen, für ihr Bett. Ist ja schon mal, verwundert mich sowieso, dass das Bett hier funktioniert. Wobei, das ist ja eigentlich bloß eine andere Textur. Das ist aber vermutlich auf gleicher Höhe und alles wie die Betten. Das sollte also funktionieren, dass man da dann problemlos drin schlafen kann. Ist halt nur ein anderer Aufbau, weil es halt keine Füße hat und an der Wand klebt und nicht steht. Aber das sollte für das Spiel eigentlich kein Problem darstellen. Theoretisch. Tut's ja auch nicht, aber da wäre ich mir nicht so sicher bei dem bei City Six. Schmarrn. Sims 3 weiß man das nie so genau. Bei City Six und Sims wüsste man das auch nicht so genau, was das Spiel so macht. Aber das sind andere Spiele. Ich komme immer durcheinander mit den ganzen Spielen. Bei City Six und Sims 3, wenn man über Bugs redet, kann man die beiden aber auch sehr schnell verwechseln. So, was macht Mark? Tobi. Erstmal den... Nee, das machst du jetzt nicht, den Teller sauber lecken. Du wirst jetzt erstmal... Nee, Moment, du kochst dir besser nix. Mach dir einen Snack. Und dann räumst du mal bitte alles auf. Kann jetzt eigentlich mit seiner Schwester was machen? Aufwecken oder so? Im Bett von Isabella. Nein, gerade nicht. Nee, er kann sie aber auch nicht aus dem Bett werfen oder sowas. Das geht leider nicht. Hat er eigentlich die Müll rausgebracht? Ja, wenigstens was. Die beiden sind noch ein bisschen am Schlafen. Du musst ja heute in die Schule, oder? Eine Wippe brauchen wir jetzt nicht kaufen. Ich glaube, da bist du zu alt für. Kann er eigentlich noch hier spielen? Nee, er kann hier nicht mehr spielen. Man kann aber auch mit dem Ball nichts machen, ne? Braucht man da vielleicht ein erwachsenes Pferd für, hä? Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, dass es so ist. Sonst können wir nicht so viel machen gerade. Also Tobi beim Essen zusehen. Er hat seine Hausaufgaben fertig, oder? Ja. Jetzt räumst du mal bitte auf. Dass man den Geschirrspüler auch nicht ausräumen muss, ne? Der frisst das Geschirr und produziert wieder neues. Der hat da irgendwo so eine Leitung in der Wand, mit der das Geschirr wieder oben in die Kästen hier sortiert wird. Vollautomatisch. Mein Gott, wäre das praktisch. Also ernsthaft mal, sehr saumäßig praktisch sowas. Aber ich glaube, das ist zu viel des Guten. Kannst du vielleicht noch ein paar andere Pflichten erfüllen gerade? Nee, die stehen sich mal wieder im Weg. Wie das ganze Spiel immer zum Buggen bringt, wenn sich da einer im Weg steht, ne? Dann geh halt du mal auf die Seite. Hier backt der Teppich ein bisschen raus. Dass da auch keiner auf die Idee kommt, dass er dann einfach mal weggeht, ne? Das ist, also, wenn sie das bei Sims 4 nicht besser machen, sehe ich schwarz für die Serie, ganz ehrlich. Ja, das geht ja mal echt überhaupt nicht klar. So, du wirst jetzt vermutlich die spritzende Toilette abbekommen. Können wir uns jetzt mal anschauen. Moment, aber erstmal mache ich die anderen noch. Die anderen Aktionen, dann gehst du mal duschen, dann wirst du erstmal die... Ne, dann musst du zweimal duschen, das machen wir nicht. Reste Kuchenstück. So.
Ein Schulbus lassen wir jetzt mal nicht kommen. Das kann Markt. Also, ich meine, einen Schulbus lassen wir schon kommen. Aber zusammenwischen lassen wir es jetzt mal nicht, weil der Schulbus kommt. So sollte das eigentlich lauten. Mark kann dann ja zusammenwischen hier. Ja, das meinte ich. Jetzt ist hier natürlich alles nass. Wenn du fertig bist, kannst du mal die Pfützen aufwischen. Und selber mal aufs Klo gehen, das hier hoffentlich jetzt funktioniert. Und dann ein bisschen trainieren. Mit schnellem Sprint, dann ist er eh wieder dreckig und dann kann er duschen. Duschen. Weil wegen Farbe. Das mache ich dann. Ja, vor dem Duschen machst du noch kurz die... Nee, nicht schlafen. Machst du noch kurz die Betten. Und zwar alle. Dann gehst du duschen. Wie sieht's aus? Ihr seid noch am Essen bzw. am Zocken. Okay. Pferd ist draußen. Warum ist Pferd draußen? Hat das jemand rausgelassen? Kannst du selbst hier wieder reingehen? Ach, du kannst selbst raus und rein, ne? Ach, mach mal herumgaloppieren. Dann hat er noch ein bisschen Bewegung. Die hat aber Hunger, der junge Mann. Oder das junge Fohlen hier. Kannst du da irgendwie fressen jetzt auch? Müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Damit es geht. Oder brauchen wir da ein Futter? Na, eigentlich frisst das Tier ja, denke ich mal, Heu, oder? Oder was, brauchen wir da noch was irgendwie? Moment. Nö, eigentlich nicht, oder? Pyrotechnisches Hindernis, oh Gottes Willen. Entchenhindernis, auch gut. Es gibt nur Wassertröge und Heu, also gehe ich mal davon aus, dass das Pferd nichts anderes braucht. Was ist hier? Mami fehlt mir. Oh. Wir müssen auf jeden Fall Isabella mit dem Pferd anfreunden. Weil sonst ist das Pferd hier ein bisschen... fühlt sich vernachlässigt. Das wollen wir ja nicht. Es galoppiert auf jeden Fall rum und das ist ganz gut eigentlich. Kann's mal machen. Ich meine, da kann es ja keinen Schaden anrichten jetzt. Hoffe ich. Macht eigentlich das... Ah, mal Eichhörnchen zusehen. Ist das eine Eule hier? Alter, was hast denn du für Zuckungen hier? Die Katze sieht irgendwie immer komisch aus. So, Balin geht's gut. Macht er vielleicht auch mal... Ach ja, er ist am Trainieren, genau. Deswegen braucht er so ewig. So, jetzt macht er aber erstmal die ganzen Pflichten sozusagen. Er stinkt auf jeden Fall wie nochmal was, aber das wird sich ja gleich ändern. Jetzt wird er dann natürlich nur voll Farbe. Die beiden Kids sind ja in der Schule, ne? Du kannst mal neue Freunde finden und du kannst mal hart arbeiten, wie immer. Dann kümmern wir uns mal ein bisschen um Mark. Ja, der hat jetzt erstmal violette Haare und geht jetzt nochmal duschen. Ach, das macht er automatisch mit dem nochmal duschen. Gut zu wissen. Gut. Dann kannst du dich mal kurz... Nein, nicht tanzen. Du kannst dich mal kurz um... Moment. Okay, also dass er hier... Dass er jetzt hier... Ach ja, ich muss ihm die Flasche geben, ne? Das machst du jetzt mal du, Mark. Arbeit nach der Schule. Der für Teilzeitjobs zuständige Lehrer hat keine Zeit, einen Job für dich zu suchen. Also sollst du alleine losziehen und die Arbeit beschaffen. Finde einen Teilzeitjob in der Stadt, um deine schulischen Leistungen zu verbessern. Können wir mal machen an sich. Können wir mit ihm jetzt auch... Können wir ihn jetzt satteln? Bringt das was? Bin ich mal gespannt. Erstmal musst du ihn füttern, weil er hat Hunger. Jetzt weiß ich zumindest, wie man das Pferd füttert. Mit Gedöns. Der Flasche. Und dann kümmerst du dich mal ein bisschen um den Garten. Geht das nicht hier, Garten pflegen? Ach, das kann er gar nicht, oder wie? Das muss Sabine machen, vermutlich.
Gieß mal die, die es nötig haben gerade. Kann geerntet werden. Ich sehe da keine Früchte dran an diesem Ding. Aber naja, der Rest ist ja noch nicht so ausgetrocknet. Aber hier die Kürbisse sind ein bisschen ausgetrocknet. Da muss man was machen gegen. Also er wird gefüttert. Wunderbar. Dann geht es ihm, denke ich, auch wieder besser. Hui. Wir haben aber ihm kein Zaumzeug angelegt. Kann das sein? Das geht auch gar nicht, oder? Ich glaube, das geht erst bei Erwachsenen, oder? Kann das sein? Wir können sonst mal schauen. Aus dem Stylist, was da überhaupt rauskommt, wenn wir den jetzt öffnen. Accessoires. Gibt es da einen Sattel oder sowas? Ach, es gibt unterschiedliches Zaumzeug, aber es gibt nicht direkt einen Sattel jetzt, ne? Was macht das denn, das Spiel? Ja, es gibt nicht direkt jetzt einen Sattel. Weil es halt noch ein junges Pferd ist, vermutlich. Das kommt dann später, denke ich. Aber das passt schon so. Dann müssen wir das erstmal auswachsen lassen, bevor das reitbar wird, sage ich mal. Und dann muss Isabella auf jeden Fall das Reiten lernen hier. Ich mache jetzt aber auch einen Cut. Ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge übermorgen. Da kommt dann Sabine hoffentlich auch wieder zurück. Ja, und bis dahin. Servus.